Man hört nichts. Ein bisschen lauter, man versteht nichts. Du kannst doch nichts hören, hier sagt doch keiner was. Ach so. Deswegen. Ja, sorry, ich dachte, das ging schon. Ne? Ich weiß nicht, was jetzt abgeht. Sorry. Tja. Frag. Ich auch nicht. Herzlichen Glückwunsch, hat irgendeiner den Pfarrer erschossen oder was? Ja, anscheinend hat mein Mann schon erschossen als Pfarrer. Warum ich? Ja. Ich lebe noch. Nach meinen Doppulenten aufstehen. Los, Frau Sommer. Wieso ich? Was? Nein, die andere. Anna? Okay, ich übernehme das einfach. Ich habe zwar nichts vorbereitet, aber das, liebe Gäste, liebes Brautpaar, ich bedanke mich einmal in den Namen aller, dass Sie hier erschienen sind. Zu der Hochzeit von Herzog und von der Frau Sommer. Wir sind hier erschienen, damit die beiden den Bund der Ehe und den Bund der Liebe verinnigen können. Dass die beiden für immer Mann und Frau sind. Dass die beiden durch dick und dünn gehen. Egal wie auch der Weg sein wird. Denn beide lieben sich und beide sind einverstanden, den Bund der Ehe einzugehen. Herr Herzog, möchten Sie etwas zu Ihrer Braut sagen? Alles, was ich sagen wollte, habe ich ihr bereits gesagt. Herr Herzog, sagen Sie bitte etwas zu Ihrer Braut. Bauzeug ist weg. Komm schon, sag ein paar nette Worte. Darf ich vielleicht mir auch mal Worte überlegen, weil ich auch nichts vorbereitet habe. Komm, trau dich, wir sind noch alle leise. Komm schon, Herzog, du schaffst das. Enrico. Komm, sonst hast du auch immer die große Fresse. Sagt der andere Richtung mit der großen Faust, Alter. Dann würde ich gerne was sagen zu dem Brautpaar. Liebes Brautpaar, ich finde es wunderschön, dass wir hier alle gemeinsam stehen. Obwohl euer Anfang ein wenig spontan und im Fluss des Alkohols entstanden ist, wofür ich mich selber einmal loben muss, dass ich die beiden zusammengebracht habe. Hanna! Da sollte man stolz drauf sein, Hanna. Ich weiß. Aber Juhu! Einfach nur, weil ich mir den Herrn Herzog an die Hand genommen habe, ihn zu der netten Dame gebracht habe, ein Kompliment über das Kleid gemacht habe. Nein, und über meinen Pulli. Über den Pulli. Da waren nämlich Lina und Stitch drauf. Und das muss ich sagen, finde ich immer noch wunderschön. Und den Herrn Herzog, sage ich mal, so einen kleinen Arschtritt gegeben habe, dass er die Dame anspricht, die beiden Nummern ausgetauscht haben und dann den Abend zusammen verbracht haben. Tag für Tag sieht man die beiden immer wieder zusammen, egal ob es beim Beach Club ist oder wenn die Braut vorm PD wartet, dass ihr Mann aus dem Dienst entlassen wird. Frau Herzog, möchten Sie etwas zu Ihrem Mann sagen? Jo, Kameramann. Tatsächlich bin ich ein bisschen vorbereitet. Mach schon Aufnahmen. Schatz, mein Mann. Dein Mann hat immer noch eine Entschuldigung, warum? Ich reiste damals hier ein mit der Gewissheit, dass ich glaube nicht hier stehen werde, um einen Neuanfang zu beginnen, um mit meinem Bruder von Null anzufangen. Dann eröffnete ich den Beachclub. Wen habe ich getroffen? Hanna, Basti, Tahira, Karl und zum Schluss dich. Tja, unseres Kennenlernen, ja, okay. Du hast nur unter das Kleid geguckt. Ungewollt beim Setup machen. Wusste ich doch nicht, dass ich mich um 180 Grad drehe. Ey, er ist schon so wild, ey, er will jetzt schon.
Aber glaub mir, wenn ich Hannah Danke sagen muss. Wer denn jetzt? Helle, weißt du eigentlich, wie Wasser riecht? Nee. Ich weiß nicht, was gekommen wäre, wenn Hannah nicht zu mir gekommen wäre. Du warst damals derjenige, der sagte, er will keine Freundin. Da sagte Hannah eins zu mir. Ja, an diese Szene erinnere ich mich noch. Und jetzt stehe ich hier mit dir. Und ich heiße bald nicht mehr Sommer, sondern trage deinen Namen. Herr Herzog, haben Sie mittlerweile ein paar Worte parat? Ich habe mir jetzt mal spontan was zusammengesetzt, ja. Sehr schön. Ich kam selbst mit der Einstellung hier in den Staat, dass ich nicht so schnell oder eigentlich gar nicht an diesen Ort stehen möchte. Bin auch so jeden Tag in den Dienst, da ich gesagt habe, ich möchte keine Beziehung haben. Doch nun stehe ich heute Abend mit meiner Frau zusammen hier. Im Besonderen mit diesen ganzen Leuten hier. Mit den engsten Freunden, die ich noch aus anderen Staaten gewonnen habe. Und hab nun diesen einen besonderen Tag mit meiner Frau. Ich erinnere mich noch, wo uns die liebe Hannah dann zusammengebracht hat, weil ich nicht den Arsch in der Hose hatte, dich darauf anzusprechen. Und muss sagen, dass ich diesen Tag nun nicht mehr bereue, sondern eigentlich immer glücklicher geworden bin. Sehr schön. Herr Herzog, so frage ich Sie, sind Sie willens und in der Lage, Ihre Braut zu leben und zu ehren, bis der Tod euch scheidet? Ja, das bin ich. Frau Sommer, so frage ich Sie, sind Sie willens und in der Lage, den Herrn Herzog zu lieben und zu ehren, bis der Tod euch scheidet? Ja, das bin ich. Somit erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Sie dürfen die Frau nun küssen. Wow! Wahnsinn! Junge! Hallo, mich erschreckt! Junge! Maike, komm da schnell weg! Was? Wir fahren! Ja, wir sind noch gar nicht fertig! Ach nicht? Alter! Was ist ein Feuerwerk, ey! Was? Was geht hier ab? Digga, ich check hier gar nichts. John hat nicht mal was gesagt. Das mache ich nachher. Achso. Ich weiß es nicht. Also, nee. Frau, du bist heutiger öffentliche Mitbewerbung. Frau Sommer hätte ich gerne bei mir. Ja. Ich bin extra weiter weggegangen von euch. Danke. Hey, ey, du scheiß Muskel. Ich glaube, das geht nicht durch das Kleid. Was? Diesen Kleid, ne? Ja. Dann weiß sieht's ja gut aus. Alles Gute! Ich geh mal andersrum. Danke! Ja. Basti?